Ja, das ist immer komisch. Ihr seht immer die gleichen. Ihr seht immer die gleichen Namen, die ich mit denen ich aufnehme. Aber gerade hier der Kollege Nachtschatten hat einige Accounts und wir spielen halt in einigen Clans zusammen. Deswegen ist das manchmal so. Hier in dem Clan bei Totos Bande, da machen wir immer die schnellen Clankriege. Ja, die schnellen Clankriege. Das heißt also, wir wollen möglichst an einem Abend oder am besten gleich zu Anfang, wenn diese Clankriege hier beginnen, das sind immer kleine Clankriege, kleine Zehner-Clankriege, gewinnen, so will ich es mal sagen. Aber erstmal willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Habe ich gerade ganz vergessen, weil ich so eben in Euphorie war, in Wallung war, ist das bei mir gerade so ein bisschen untergegangen. Aber okay, schauen wir mal, wie er sich hier schlägt. Die Mucke ist mir ein bisschen zu laut. Wie er sich hier schlägt, beziehungsweise womit er sich eigentlich geschlagen hat. Natürlich mit einem Lalo. Ah, okay. Sui Lalo. Manchmal swackt er den Lalo auch, aber wir haben ihm jetzt irgendwie gesagt, macht das mal nicht, um den Gegner nicht noch mehr zu demütigen, sage ich mal. Und spiel wenigstens alle Truppen aus. Denn manche Bases, die haut er einfach hier mit der Blimp raus und teilweise dann mit den Helden, aber hier musste er dann jetzt doch schon so ein bisschen mehr investieren. Allerdings auch schön gemacht hier. Ja, ich muss es auch mal wieder üben, glaube ich. Ich muss es auch mal wieder üben. Dann, aber wie gesagt, ich bin hier immer mit einem, zwei Accounts auch mit dabei hier in den schnellen Clankriegen und ich weiß nicht, ob ihr auch so vorgeht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ob ihr das auch macht, wenn gerade, wenn man sich, ich sag mal, wenn man sich kennt, am besten ist natürlich noch, man hockt im Discord, weißt du, so 1, 2 Stunden abends im Discord abhängen und dann kommt, Leute, wir machen mal ein bisschen Planung und so und mach du mal die Base, ich mach mal die Base, dann macht der nächste die Base und dann ist man da ganz, ganz schnell von ab, sage ich mal, und kann sich dann um wichtige Dinge kümmern, nämlich um die ganzen vielen Events, um die Clanspiele und so weiter und hat den Clankrieg eigentlich ganz schnell abgehakt, ja. Kann ich also auch machen, wir fangen immer unten an. Okay, der Ludwig ist unser Rathaus 10 obwohl der hier auch nur einen 10er machen musste, glaube ich. Ah ne, der musste auch schon 11er machen. Ah, okay. Ist aber nur ein Rathaus 11, okay, das ist auch nicht immer ganz so tricky. Ja, und allerdings warten wir jetzt, aber ich habe mir sagen lassen, ich kann hier jetzt schon mit Uschi ran. Ich kann jetzt schon mit Uschi ran, okay. Dann machen wir mal Live-Planung hier mit Uschi. Der Gegner hatte hier auch keine Clanbogen, kann man eigentlich auch hier schön reinschreiben. Der Gegner hat keine CBs. Ich denke mal, die werden dann alle keine CBs haben. Machen wir das mal so, @clan, dann geht's an alle. Also alle, die dann so Post kriegen, ne? Glaube ich zumindest, dass die alle keine CBs haben. Und dann gehen wir hier ruhig rein. Aber Uschi ist auch noch 11, ne? Wieso ist denn Uschi 11? Ah ne, Uschi ist 12. Okay, Uschi ist auch 12. Müssen wir da Helden pimpen? Müssen wir Helden pimpen? Ah, ich mache das so selten, ne? Ich mache das mal. Ich mache mal Armeeschub und Heldentrank. Ich weiß nicht genau, was ich wirklich brauchte. Ja, das weiß ich jetzt wirklich gerade nicht. Ich hätte natürlich jetzt auch einen Haaland mitnehmen können. Sehr ärgerlich. Aber der kostet auch mal 12 Truppenplatz, glaube ich, ne? So ein Haaland. Aber dann können wir hier schon mal den King machen und die Queen machen. Naja, so sind halt dann die schnellen Clankriege. Ich muss natürlich irgendwo hinkommen. Und cool wäre natürlich, wenn wir da reinkommen, weißt du, so Richtung Adler. Das wäre nicht schlecht. Hatte ich mir so überlegt in meinen jugendlichen Leichtsinn. Dazu muss aber das Teil hier fallen. Oh. Meine Heiler werden da schon wieder gegrillt. Okay, das ist nicht gut. Meine Heiler werden da schon wieder gegrillt. Das ist nicht cool. Muss ich mal so sagen. Der darf die auf gar keinen Fall weiter grillen. Und dann sind wir jetzt aber gleich am Adler-Compartment. Können wir hier hinten mit der Kaserne mal rausgehen, würde ich sagen. Und der Adler ballert jetzt auf. Auf was ballert denn der Adler da gerade? Ah, jetzt war das ja nicht mehr, alles klar. Okay, dann können wir jetzt gleich reingehen in den Hybrid. Da der keine Clanburg hat, machen wir die einfach. Und ja, muss ich mal gucken, wo ich jetzt gleich mein Hybrid eigentlich reinspiele. Weil meine Helden und der Rest hier, die machen ja echt ganz schön viel. echt ganz schön viel. Okay, dann gehen wir hier rein. Heilung brauchen wir. Da. Weil die Miner jetzt erstmal mit den Skeletten ganz gut zu tun haben. Nicht verlieren hier. Mein King ist auch ganz schön weit gerade gelatscht, ne? Kann das sein? So, da brauchen wir da nochmal ein bisschen Heilung für die Kleinen. Aber meine Queen hat komplett überlebt hier. Das ist echt mal nice, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Und dann bleiben wir auf jeden Fall im Takt hier. Dass wir den schnellen Clankrieg hier spielen. Das war wirklich den schnellen Clankrieg spielen. Ich weiß nicht, wie ihr so manchmal vorgeht, aber wie gesagt, wir spielen hier nur 10er Clankriege, mehr wären es einfach gar nicht im Moment, außer ich schmeiße alle meine Accounts rein und Nachtschatten auch, dann können wir wahrscheinlich auch mal 15er spielen, aber im Moment sind es halt nur 10er und die dauern natürlich dann auch nicht so lange wie ein 20er oder ein 30er. Neu hinzugekommen sind ja übrigens auch 35er, 45er, gibt es ja mittlerweile auch. Ich hoffe, ihr wusstet das. Und das nächste ist natürlich Blimp, das kann ich jetzt nicht so gut, aber auf die Base hier... ja auch keine Clanburg hat, können wir das mal probieren. Wir können auch mal probieren. Ich habe ja gepimpt. Ich habe ja gepimpte, ich nenne das immer so, Leute. Habe ich ausgebildet, ja. Ich nenne das immer so, das Pimpen, also ihr wisst schon, was ich damit meine. Den ollen Trank da genommen, habe aber noch nicht so hohe Zauber, deswegen, jetzt geht es natürlich. Und auch natürlich die Truppen, 1, 2, 3, 1, ich kriege immer noch keine 3 rein. Wieso kriege ich da immer noch keine 3 rein? Das ist echt doof. Oder nehme ich mal so einen Supermagier mit hier. Hier habe ich auch nichts, was durch die Mauern geht, ne? Das ist auch doof. Okay, dann machen wir 1, 2, 3. Schauen wir mal. Wir müssen nicht das Rathaus bekommen. Wir müssen nicht das Rathaus bekommen bei dieser Base hier, sondern es reicht, wenn wir, ich würde sagen, den Adler da vorne kriegen. Dieses Adler-Compartment, ne? Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht ganz gut. Und den stellen wir mal auf Luft. Den nehmen wir mal zum Rumfunneln hier, zum Funneln. Wo kann der gut rumfunneln? Oder wo kann der möglichst effektiv was kaputt machen? Kaputt machen, da. Dann kann nämlich gleich meine Blimps so ein bisschen weiterfliegen. Oder wir nehmen die kurze Blimp, das geht natürlich auch. Aber die Blitze gehen schon schön durch hier. Ja, erreicht auch noch das Lager, nimmt das Lager auch sehr schön mit. Sehr schick. Da reicht eigentlich fast eine kurze Blimp zu spielen. Die braucht gar nicht so lang sein, ne? Das heißt also, ich kann eigentlich auch eine Blimp von da spielen. Beziehungsweise ich lasse jetzt einfach von hier mal rin. Wir gucken mal, wie weit die tatsächlich kommt, die olle Maschine. Oder ich öffne sie mal lieber. Ich öffne sie mal lieber, Leute. Dann haben wir da schon ganz schön was geschafft. Da haben wir noch eine Luftabwehr mit wegbekommen. Sehr schön. Fegerleben auch nicht mehr. Noch eine Luftabwehr weg. Kranker Scheiß hier. Echt. Clash of Clans, Leute. So geht das. So läuft es. Okay, dann können jetzt gleich ganz in Ruhe hier meine Drachen eigentlich hier hinfliegen, ohne dass sie rausfliegen. Ich denke mal nicht, dass sie rausfliegen. Worden mit rein hier. Zweite Stern ist schon drin, 54%. Und jetzt könnt ihr hier erstmal ganz gemütlich jetzt auf die Reise gehen. Single-Entfernung macht mir jetzt gerade so ein bisschen Sorgen, nur Leute. Der macht mir nur gerade ein bisschen Sorgen. Nicht viel. Ja. Die werden jetzt gleich leider so ein bisschen nach außen abdriften. Wir nehmen gleich am anderen... Oh, meine Queen ist jetzt gerade gezündet. Okay, oh, die läuft aber immer noch gut mit, Leute. Die läuft immer noch gut mit. Ich denke mal, wir haben eine späte Wortenzündung hier, weil wir hier hinten noch ein paar Bogenschützentürme haben. Und haben dementsprechend noch so ein bisschen was wegzuhalten. Aber meine Loons sind auch noch alle da. Die sind ja auch recht tanky, sage ich mal. Jetzt geht er schon so ein bisschen zum... zum Inferno hin. Ah, Leute, ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Drachen verloren, ne? Ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Drachen verloren. Okay. Aber ich habe alle Truppen gesetzt. Ich habe auf jeden Fall alle Truppen gesetzt. Aber die Helden und die Und die anderen Tränke lohnen sich natürlich in jedem Fall. Ihr habt das ja gesehen, meine Helden sind ja längst nicht, die sind ja noch nicht mal ansatzweise gelevelt. Levelt natürlich nicht mit die Fähigkeit, ja, also die Fähigkeiten, die hier natürlich drauf sind, die werden damit nicht angehoben, sondern letztendlich nur die Trefferpunkte, mehr nicht. Aber das ist schon ziemlich nice, muss ich sagen, was dann hier in den Bases abgeht. 14 Sekunden, ich habe nichts vergessen, nein, alles klar. Können wir auf jeden Fall weitermachen mit unserem kleinen Clankrieg hier. Allerdings wird es jetzt auch schon schwieriger, denn ich habe jetzt zwei Socken am Start. Der kann jetzt noch einen 12er machen, ja, muss er aber schon den nächsten 13er machen. Und ja, das ist dann wird schon ein bisschen trickiger. Ja, also ich habe heute mit dabei noch den Zwei-Socken hier und den Schiefbarfuß. Ich tausche mal ganz gerne ein bisschen durch, so mit den Toto. Das sind ja meine kleinen gerushten Account, aber eigentlich kann man es so gut machen. Tim kommt eh wieder, der ist nur irgendwie bei den Herausforderungen. Man weiß nicht, ob der da Clanspiele macht. Ich hoffe mal nicht, denn hier bei Totos Bande, da geht natürlich Clanspielmäßig auch ziemlich viel ab, alles meine Accounts außer Ludwig. Okay, was hat ein Schiefbarfuß da offen? Lass mal gerade gucken. Was hat denn der offen? Der hat ein laufendes Teil da. Und manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, was ich mit den ganzen Accounts hier mache. Was hat denn der hier? Ah, dunkle Truppen. Oh, 59 Minuten, Leute. Nehmen wir gerade mit. Warte, let me have a look. Nehmen wir gerade mit. 1, 2, 3, das. Ja, die Ladder hier um den Haaland tut mir natürlich manchmal ein bisschen leid, aber ich habe nicht alle Accounts hier bis in die 1600 geschafft. Und wenn ich jetzt mal wieder durchrechne, dass ich das natürlich überall gemmen könnte mit 90 Gems, aber das sind immerhin 1, also das sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mal 9, das lohnt sich null. Dann kaufe ich mir den lieber nachher für 1500, wenn ich ihn dann brauche. Natürlich bekomme ich nicht überall das Fußballcamp und natürlich gehen mir viele Ärzte oder einiges an Ärzte vorbei, aber letztendlich sind die Accounts noch so weit hinten, dass ich das auf jeden Fall dann nachkompensieren kann in anderen Events, sage ich mal. Ne? Okay, den Fußball, den muss ich mir dann natürlich irgendwo kaufen. Aber dann machen wir eben diesen Angriff hier auch noch. Da müsst ihr jetzt eben mal mit durch, würde ich sagen. Zack. Schönen Dank für den Scattershot hier. Der zählt ja auch für eine Errungenschaft. Das ist immer schön, wenn er so schön draußen steht. Wie oft will ich eigentlich noch schön sagen? Dann können wir den, guck mal, den kriegen wir nicht. Toll. Oder? Kriegen wir den auch billig? Ja, den kriegen wir auch billig. Sehr schön. Sehr schön. Den kriegen wir auch genauso billig. Müssen wir jetzt nur ein bisschen aufpassen hier mit unseren... Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir ein bisschen aufpassen mit unserem Mauerbrecher. Müssen wir aber gar nicht. Wir müssen hier höchstens ein bisschen auf unsere Queen achten. Oh, der hat mal Clanburg, Leute. Der hat echt mal Clanburg. Ich wollte gerade sagen, selten, dass jemand Clanburg hat. Und wir sind am Rathaus mit unserer Queen, das ist sehr schön. King geht auch ordentlich da rein. Nicht schlecht. Und dann starten wir, oh, entschuldigt bitte, starten wir mal hier den Hybrid. Dann kann Frau Pecker einen anderen Weg gehen. So, wir dürfen nur... Ja, wir durften sie fast ruhig verlieren. Die hat ja schon einiges gemacht, ne? Jetzt haben wir sie verloren, okay. Jetzt haben wir sie verloren. Meine anderen Hoggys kommen auch noch mit rein. Sehr schön. Aber es wäre auch schön, wenn da wenigstens irgendwie was mal Richtung Adler geht. So, jetzt geht es ja Richtung Adler. Jetzt habe ich natürlich kein Heil mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Aber wir haben noch ein paar Fußballschuhe mitgenommen. Okay, nützt mir jetzt nichts. Ich weiß es selber, Leute, aber bei so vielen Accounts kann ich da nicht jeden Tag wirklich so viel spielen. Das schaffe ich wahrscheinlich noch nicht mal, wenn ich Urlaub hätte. Ja, dass ich das schaffe. Aber okay, darum ging es gar nicht. Okay, jetzt habe ich, was heißt okay? Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Zeit verschenkt mit einem anderen Angriff hier für die Clanspiele und jetzt nicht für den Clankrieg. Naja, okay. Sei es drum. Oh, da, Der King hier, der macht das. Aber Frau Becker ist auch noch da. Auf der Lauer und mein Roll Champion überlebt auch auf 11. Die muss ja auch dringend leveln, die Helden. Solltet ihr auf jeden Fall auch immer machen. So, die Folge, ihr habt das jetzt ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich habe mich gar nicht erst umgezogen, ich bin einfach sitzen geblieben. Die Folge kommt ja auf Montag, denke ich mal. Ja, die kommt auf Montag raus und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Wochenstart. Ich bin ja noch unterwegs, aber wir sehen uns dann, denke ich mal, am Mittwoch im Livestream. Also bleibt auf jeden Fall am Kanal dran und ich würde mich natürlich freuen, wenn hier ein bisschen mehr Clanspiele gespielt werden, klar. Und ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, sowohl in den Clankriegen als auch, na gut, das ist jetzt ein bisschen, habe ich ja auch ein bisschen Schub gekriegt, naja, mein Gott, als auch bei den Videos. Wenn euch dies hier ganz gut gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Ciao, ciao, euer Toto. Der schnelle Clan-Spiele spielt, nee, nicht Clan-Spiele, Clan. Clan-Kriege spielt. Clash.